So, meine Damen und Herren, soweit zum Bericht des Oberbürgermeisters. Damit steigen wir ein in die weitere Beratungsfolge und starten wie bei der Tagesordnung festgelegt. Zunächst mit dem Tagesordnungspunkt 49, Resolution des Dresdner Stadtrates. Ich hatte es ja gleich gesagt, um das auch ein bisschen zeitlich zu straffen, in meinem Bericht des Oberbürgermeisters auch die Einbringung und auch die Dringlichkeit, Notwendigkeit und auch das klare Signal, was von diesem Stadtrat ausgehen sollte, zu formulieren. Und damit könnten wir eintreten in die Behandlung. Es liegt mir ein Ergänzungsantrag vor von Fraktion Die Dissidenten und wir würden dann in die Fraktionsrunde eintreten und es beginnt Fraktion Die Linke dann in der Fraktionsrunde. Also zunächst Ergänzungsantrag, bitte schön, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, ich bedanke mich ausdrücklich bei dem, was der Herr Oberbürgermeister gerade vorgetragen hat, auch für seinen Einsatz und für den Einsatz der Verwaltung. Das ist ein gutes Zeichen. Wir begrüßen auch, dass der Oberbürgermeister eine Resolution vorgelegt hat. Und ich kann jetzt schon ankündigen, dass auch meine Fraktion der Dissidenten dem mehrheitlich zustimmen wird, unabhängig davon, wie die Behandlung unserer Ergänzungsanträge ausfällt. Unser Vorschlag hat sich mit dem Vorschlag des Oberbürgermeisters zeitlich überschnitten. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass ich ausdrücklich bedauere, dass es aus der Mitte des Stadtrats heraus nicht gelungen ist, obwohl es verschiedenste Ansätze gegeben hat, hier zu einer gemeinsamen Resolution zu kommen. Ich denke, das wäre gut gewesen. Der Herr Oberbürgermeister hat die Lage in der Partnerstadt St. Petersburg angesprochen und was er dort ausgeführt hat, auch gerade eben, findet unsere volle Zustimmung. Wir denken aber auch, dass wir gerade angesichts der anhaltenden Demonstrationen in St. Petersburg, ich denke, viele haben gestern den Livestream gesehen mit der Verhaftung der alten Frau, dass wir dort durchaus noch etwas anfügen sollten. Und ich will gerne unseren Vorschlag vorlesen. Zitat: Der Stadtrat erklärt seinen tiefen Respekt gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern der Partnerstadt St. Petersburg, die sich gegen den Einmarsch des Putin-Regimes engagieren. Der Stadtrat fordert den Bürgermeister der Partnerstadt St. Petersburg auf, die Unterdrückung der russischen Friedensbewegung zu beenden und sich gegenüber der Zentralregierung in Moskau einzusetzen, die Invasion der Ukraine unverzüglich zu beenden und die Truppen hinter die Grenzen zurückzuziehen. Zitat Ende. Vielleicht so viel. Wir haben gehört, dass beispielsweise die Stadt Düsseldorf ihre Partnerschaft mit russischen Städten suspendiert oder beendet hat. Ich stimme dem Oberbürgermeister ausdrücklich zu, wir sollten das nicht tun. Aber wir sollten zugleich klar machen, wen wir in St. Petersburg unterstützen. Und wir unterstützen die Menschen auf den Straßen, die gegen den Krieg demonstrieren. Und nicht das Regime der Regierung, die Putin die Stange halten. Ich denke, das sollten wir hier auch als Dresdner Stadtrat klar machen. Dazu dient unser Antrag. Der zweite Punkt. Es machen sich natürlich viele Menschen Sorgen, wie geht es weiter? Insbesondere, wie geht es weiter bei der Energieversorgung? Wir wissen alle, wir haben ein Gaskraftwerk und wir wissen alle, woher das Gas herkommt. Zum großen Teil aus Russland. Und wir wissen alle und alle sagen es auf der Bundesebene, das wollen wir ändern. Wir sind abhängig. Wir müssen diese Abhängigkeit beenden. Deswegen bitte ich, zitiere, folgende Änderung mit aufzunehmen. Zitat: Der Oberbürgermeister und die Aufsichtsräte des Stadtrates werden gebeten, in der Sachsenenergie sofort ein Unternehmenskonzept zu veranlassen, das den Bezug russischen Gases möglichst schnell beendet und die Energiebasis auf Wasserstoff und erneuerbare Energien umstellt. Der Stadtrat bekräftigt seinen Beschluss, bis 2035 Klimaneutralität in der Sachsenenergie zu erreichen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren,
Ich bitte, unseren Ergänzungsantrag nicht als Gegenantrag oder als Kritik am Antrag des Oberbürgermeisters aufzufassen, sondern wirklich als Ergänzung. Und diese Ergänzung ist uns besonders wichtig, auch als Zeichen an die St. Petersburger Bürgerinnen und Bürger, die sich gegen den Krieg engagieren. Ich bitte um Zustimmung und ich bitte um punktweise Abstimmung. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einbringung des Ergänzungsantrages und wir würden das dann später auch punktweise zur Abstimmung stellen. Jetzt steigen wir ein in die Behandlung und in der Fraktionsrunde beginnt Fraktion Die Linke. Herr Scholbach, bitte schön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, in diesen schweren Tagen sind wir mit unseren Gedanken, mit unserem Mitgefühl bei den Menschen in der Ukraine. Ihnen, den Opfern dieses Krieges, gilt unsere Solidarität. Es ist entsetzlich, was die Menschen dort gerade erleben und durchleiden müssen. Zerstörung, Gewalt, Vertreibung, Tod. Der von Putin angezettelte Krieg gegen einen souveränen Staat ist völkerrechtswidrig und durch nichts, aber auch gar nichts zu rechtfertigen. Dieser Angriffskrieg muss sofort beendet werden. Russland muss die Kampfhandlungen einstellen und unverzüglich einem Waffenstillstand zustimmen. Wir erleben aktuell die gefährlichste Situation für den Frieden in Europa seit Jahrzehnten. Viele Menschen blicken voller Sorge auf die eskalierende Situation in Osteuropa. Nicht nur bei jenen, die die Schrecken des Zweiten Weltkrieges noch miterlebt haben, wächst die Angst vor einem Flächenbrand. Es besteht die Gefahr eines großen Krieges mit verheerenden Folgen für die Bevölkerung in ganz Europa. Und deshalb, in dieser äußerst angespannten politischen Lage, ist Besonnenheit geboten. Denn politische Fehlentscheidungen und unbedachte Reaktionen können fatale Konsequenzen haben, bis hin zu einem atomaren Krieg. Deshalb muss alles dafür getan werden, um eine weitere militärische Eskalation zu verhindern. Wir dürfen nicht in einen Rüstungswettlauf mit unabsehbaren Folgen für Europa und die Welt eintreten. Wir müssen bei dem, was wir jetzt tun, nicht nur das Heute im Blick haben, sondern auch das Morgen und Übermorgen. Und deshalb, nicht das russische Volk ist unser Gegner, sondern jene, die diesen schrecklichen Krieg vom Zaun gebrochen haben. Hier und heute im Stadtrat sind wir nicht nur solidarisch mit den Ukrainern und Ukrainerinnen, sondern auch mit den mutigen Menschen in Russland, die dort gegen den Krieg demonstrieren und Putin die Stirn bieten. Sie stehen nicht allein, sie wollen das Gleiche wie wir. Die Waffen sollen schweigen und das unverzüglich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wird SPD das Wort gewünscht? Frau Frohwiese, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Zuhörerinnen, erlauben Sie auch mir im Namen meiner Fraktion heute hier ein paar Worte und auch ein paar persönliche Worte zu sagen.
Wir sprechen in den letzten Tagen sehr viel von einer Zeitenwende, die wir gerade erleben. Und als Vorsitzende der SPD-Fraktion war und ist und wird nie wieder, niemals eine leere Worthülse für mich sein. Sie ist und war und wird immer unsere Verpflichtung sein und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch einmal mehr an Gewicht gewonnen. Ich ganz persönlich bin an diesem Morgen aufgewacht und fühlte mich zurückversetzt an den Morgen des 17. Januar 1991. Ich war damals noch eine sicherlich auch naive jugendliche Schülerin. Wir wachten an dem Morgen auf und wir hatten schlicht Angst. 5 Monate zuvor waren irakische Truppen in den Kuwait einmarschiert, mehrere UN-Resolutionen, die Aufforderung zum Abzug aus dem Land. Später griff ein Militärbündnis in dieser Nacht in Kuwait ein. Wir Jugendlichen, die wir im Kalten Krieg aufgewachsen waren, mit der ständigen Bedrohung eines Atomkrieges, fürchteten uns an diesem Morgen schlicht und einfach vor einem Flächenbrand. Wir hatten Angst vor einem Weltkrieg. Wir sind damals spontan nicht in die Schule gegangen. Wir haben unsere Mitschülerinnen aus den Betten geklingelt, sind in die Innenstadt gefahren, haben auf dem Pornaschen Platz Straßen blockiert, haben mit selbstgemalten Pappen vor der Kreuzkirche gestanden. In der Schule gab es danach einen riesengroßen Ärger. Aber in meiner Schule gab es vor allen Dingen auch einen klugen und verständnisvollen Gemeinschaftskundelehrer, der sich die Zeit nahm, mit uns über unsere Sorgen zu sprechen, der uns die Historie dieses Krieges erklärte, der uns auch erklärte, was man tun kann. Diese Tage haben mich ganz persönlich politisiert und sie haben auch mir ganz persönlich einen anderen Blick auf die dramatische Geschichte unserer Stadt gegeben, auf die Daten, die wir in unserer Stadt regelmäßig gemeinsam begehen und die so sehr viel mehr sind als der 13. Februar nie wieder. Frieden, Freiheit, Demokratie und Sicherheit, die Würde des Menschen und die Gleichstellung aller BürgerInnen in Europa ohne Binnengrenzen, das war für uns, das war für mich ganz persönlich so lange eine Gewissheit und ein Privileg, das seit dem 24. Februar 2022 so nicht mehr existiert. Als Mutter habe ich gehofft, dass ich meinen Kindern niemals erklären muss, dass Frieden etwas so Zerbrechliches ist und dass es diesen Krieg auch in unserem so privilegierten Europa geben kann. Diese Bilder, die wir jetzt momentan im Fernsehen, im Internet sehen, von Babys, die in Kellern geboren werden, von Kindergärten, die aus Angst vor Bomben in den Keller verlegt wurden, von Kindern, die sich von ihren weinenden Vätern am Bahnhof verabschieden. Diese Bilder sind nicht mehr oder weniger schlimm, wenn sie aus Syrien, auf Afghanistan oder aus der Ukraine über unsere Bildschirme flimmern. Und ich wünsche mir, dass wir alle gemeinsam unsere Herzen, die jetzt gerade voller Solidarität für die Ukrainerinnen und die Ukrainer sind, für alle Menschen auf der Flucht öffnen und ihnen diese Solidarität schenken. Jetzt braucht die Ukraine unsere Unterstützung, aber die Waffen müssen schnellstmöglich wieder schweigen. Es gilt, die Unabhängigkeit der Ukraine zu erhalten, aber vor allen Dingen den Frieden wiederherzustellen. Und wir haben uns in unserer Stadt hier in den letzten Jahren viel gestritten, weil viel zu viele Menschen nicht sehen wollen, wo rechtsnationales und rechtsextremistisches Gift an den Wurzeln unserer Demokratie verheerenden Schaden anrichtet. Wir erleben jetzt einen Despoten Putin, der von der vermeintlichen Entnazifizierung eines Landes spricht, eines frei gewählten jüdischen Präsidenten, ein Despot Putin, der in ganz Europa Rechtsnationale und Rechtsextreme, wie in Deutschland die AfD, unterstützt. Der Krieg von Putin in der Ukraine legt diese Widersprüche auch in unserem Land, auch in unserer Stadt deutlich offen. Und jetzt ist klar, Europa muss seine Demokratie und Freiheit wirksam verteidigen können, außen wie innen. Wohin das führt, sehen wir heute in der Ukraine, aber diese Solidarität, die wir alle hier miteinander in unserer Stadt, in unserem Land, in Europa erleben, die wir den Ukrainerinnen und Ukrainern und der Ukraine als Staat entgegenbringen, schweißt die Demokratien dieser Welt zusammen. Dieser Krieg von Putin schweißt die Demokratien und sie schweißt die Demokratinnen dieser Welt zusammen. Und er wird die Demokratie in der Ukraine, in Europa und in der Welt stärken. Denn unsere Kinder sollen
hier in Dresden, in Kiew, in Breslau, in St. Petersburg, in Kabul, in Aleppo, überall auf der Welt in Frieden und Freiheit aufwachsen können. Und deshalb wird Putin verlieren. Stand with Ukraine. FDP, das Wort gewünscht. Herr Maloney, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir und ich danken dem Oberbürgermeister von ganzem Herzen für die Resolution und für die schnelle Reaktion, diese heute hier im Stadtrat auch einzubringen. Was mich, was uns persönlich richtig freut und ich weiß nicht, Freude ist ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber es tut wirklich gut zu sehen, dass im demokratischen Teil der Gesellschaft bezüglich der Person Putin, bezüglich seiner Unterstützer, bezüglich seines Regimes sehr große Einheit herrscht, was bis vor wenigen Wochen noch nicht der Fall war. Und damit sind nicht nur die Unterstützer vom rechten Rand, sondern eben auch die Unterstützer vom linken Rand gemeint, wohingegen man den Unterstützern vom linken Rand zugutehalten muss, dass da zumindest eine gewisse Einsicht da war, die ich bei der AfD momentan noch vermisse. Was ebenfalls sehr schön ist, ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, es finden jetzt wieder zahlreiche Demonstrationen statt, man leuchtet Gebäude an, man hängt vielleicht die eine oder andere Fahne auf, aber es bleibt eben nur bei Lippenbekenntnissen, kommt nicht zu konkreten Maßnahmen. Aber auch da haben uns Bund, zumindest der Bund, Landesebene vermisse ich es noch, aber vor allen Dingen auch die Kommune Dresden, doch eines anderen belehrt, konkrete Maßnahmen gestartet und werden diese auch noch weiter fortsetzen. Ebenfalls gut, dass wir wieder einen Diskurs über die Wehrfähigkeit unserer Demokratie führen. Und die Wehrfähigkeit über unsere Demokratie eben nicht nur darauf beschränken, was es heißt, Symbole oder Zeichen zu setzen, sondern real, was denn wirklich notwendig ist in einer Welt, die leider eben noch neben Putin ein paar andere Despoten auf der Landkarte zu bieten hat, dass wir eben auch in der Lage sein müssen, dort entsprechend gegenzuhalten. Und zwar nicht nur mit warmen Worten, sondern eben auch mit militärischer Härte, falls es notwendig sein sollte. Zu den aufgeführten Änderungsanträgen, dem ersten Teil des Änderungsantrags der Dissidenten werden wir zustimmen. Ich finde es sehr gut, dass wir das hier an der Stelle noch mal ein bisschen präzisieren. Ich halte es ebenso für richtig, dass wir unsere Städtepartnerschaft mit St. Petersburg nicht pausieren lassen, dass wir die nicht aussetzen, dass wir weiterhin mit den Bürgern, die dort gegen das Regime sind, die dort gegen den Krieg sind, weiter Solidarität zeigen. Aber ich sehe uns auch ein bisschen in der Pflicht, dort dem Bürgermeister von St. Petersburg eine gewisse Aufgabe mit auf den Weg zu geben. Dem zweiten Teil des Änderungsantrages werden wir allerdings ablehnen, weil wir finden, diese Art der Diskussion gehört in dieser Form nicht unbedingt mit hier rein. Autark, das heißt Unabhängigkeit vom russischen Gas, ja. Aber da gibt es ja auch noch andere Wege. Und ich glaube, diese Diskussion sollten wir an der Stelle hier nicht vermischen. Vielen Dank. Wird Dissidenten das Wort gewünscht? Freie Wähler, Herr Genschmer, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meinen großen Dank an die aufgeführten Worte, die der Herr Oberbürgermeister hier zu den schrecklichen Vorgängen in der Ukraine vorgetragen hat. Ich glaube, dass es uns als Stadtrat gut zu Gesicht stehen würde, diese schrecklichen Ereignisse nicht zu nutzen, um wieder Spaltung in den Stadtrat, in die Gesellschaft reinzubringen. Wir sollten, so wie es in den Medien ist, eine Geschlossenheit dokumentieren. Die Worte, die der Herr Oberbürgermeister auch an das Sozialamt getragen hat, möchte ich komplett unterstützen und ich möchte die Verwaltung auffordern, unproblematisch Leuten vor Ort zu helfen. Ich habe dankenswerterweise mit dem Herrn Oberbürgermeister einen Kontakt weitergegeben zum Andreas Preuß, den kennen viele Neustädter. Der sitzt an der rumänisch-ukrainischen Grenze, hilft dort tausenden Flüchtlingen ehrenamtlich. Der weiß nicht, wie er die Leute wegkriegt. Die Busse stehen 15 Stunden an der ungarischen, rumänischen Grenze im Stau. Die kriegen die Leute nicht raus aus Rumänien.
Ich glaube, dass wir als Verwaltung einfach unkompliziert solchen Leuten helfen sollen, einfach mal nicht gucken auf deutsche Bürokratie, wie es finanziert wird, sondern den Leuten sofort zu helfen, als hier Lippenbekenntnisse zu machen. Und ein, was ist mir auch noch mal ganz wichtig, ich habe Bauchschmerzen, wenn so ein schrecklicher Konflikt dazu genutzt wird, wieder Waffen von Deutschland zu liefern. Waffen haben noch nie Kriege verhindert. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich will Frieden für die Ukraine, ich will Frieden mit Russland, ich will Frieden überall in der Welt. Einige Vorredner haben es schon gesagt, es geht hier um die Kinder, vor allen Dingen um die Frauen, um die älteren Herren. Aus dem Grund lassen Sie uns hier eine Gemeinsamkeit finden und nicht wieder in Diskussion gut, böse, wer hier sonst was macht und unkompliziert helfen. Dankeschön. Wird CDU das Wort gewünscht? Herr Brauns, Dr. Brauns. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister, für die Resolution, die Sie eingebracht haben. Sie findet unsere volle Zustimmung. Meine Damen und Herren, ich möchte hier auch noch insofern etwas persönlich beifügen. Sie wissen vielleicht, dass ich auch Reserveoffizier bin, immer noch aktiver Reserveoffizier, und aus dem Erleben meiner Eltern, ich habe einen sehr alten Vater gehabt, der den Zweiten Weltkrieg komplett mitgemacht hat. Für mich war es immer ein Punkt, der mich da auch wesentlich bestimmt hat, eine alte römische Weisheit, die gesagt hat, si vis pacem para bellum. Wer den Frieden will, muss sich für den Krieg vorbereiten, meine Damen und Herren. Und das, was für mich auch unvorstellbar gewesen ist, was jetzt hier passiert ist, zeigt, es gibt auf dieser Welt eben immer, überall und jetzt in unserer unmittelbaren Nähe jemanden, der pure Macht, menschenverachtend Angriffskriege führt. Und wenn man nicht in der Lage ist, solchen Leuten Paroli zu bieten, und das ist am Ende die Fähigkeit, militärischer Gewalt entgegenstehen zu können, die zu haben und auch glaubwürdig zu haben, meine Damen und Herren. Das war für mich ganz persönlich immer ein wesentlicher Grund, warum ich bis heute aktiv mich in der mir möglichen Art und Weise einsetze. Und es zeigt sich, und das ist ein weiterer wesentlicher Aspekt, und das wird vielleicht ja auch noch eine Rolle spielen, meine Damen und Herren, wir schaffen es alleine nicht. Die Ukraine ist beredtes Beispiel. Die Lebensversicherung für unsere Freiheit ist die Europäische Union. Nichts anderes. Das Zusammenstehen der demokratischen Nationen hier auf unserem Kontinent. Und wir mögen das ein oder andere Mal mit dem, was in der EU passiert, nicht einverstanden sein. Das ist so, wie in jedem kleineren, noch größeren Kreis. Aber dann zu meinen, das, was in der EU passiert, dann, ich will es mal drastisch formulieren, irgendwo wegzuwerfen und zu sagen, wenn ihr das nicht schafft, dann müssen wir es halt eben alleine in die Hand nehmen oder mit Unterstellungen zu arbeiten. Das funktioniert am Ende nicht. Auch da gibt es den Kompromiss. Und wenn wir etwas meinen, was uns auch irgendwo tief gegen den Strich steht, das muss man dann aushalten, wenn wir diese Lebensversicherung, und die EU ist eine Lebensversicherung für Frieden und Freiheit auf unserem Kontinent, dann muss man das gegebenenfalls auch schlucken, und dann passiert das nicht, was schlimm wäre, was auch in anderen europäischen Staaten für Tendenzen da sind, die insbesondere am rechten Rand kommen, wir brauchen die EU nicht,
Wir machen es besser alleine. Das glatte Gegenteil, meine Damen und Herren, ist richtig. Und diese Demut sollte uns dann entsprechend auch leiten, wenn wir Politik machen. Und deswegen ist es richtig, dass wir hier das Zeichen der Solidarität setzen und ganz persönlich jetzt von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, diese Resolution auf den Weg gebracht haben, die wir begrüßen. Wir begrüßen aber auch, das ist jetzt alles sehr kurzfristig gekommen, aber der erste Teil, so wie die FDP es vorgesehen hat, dass es richtig ist, die Städtepartnerschaft mit St. Petersburg nicht auszusetzen oder gar zu canceln, wie auch immer, sondern sie beizubehalten. Aber es muss natürlich auch sein, dass die Verantwortlichen aufgefordert werden, zum Ende dieses Krieges, zum Ende der Aggression Russlands beizutragen. Und es ist natürlich richtig, dass unsere Solidarität denjenigen in St. Petersburg gehört, die sich dafür einsetzen, das zu machen. Das kommt in dem Antrag der Dissidenten im ersten Teil zum Ausdruck. Das unterstützen wir, den zweiten Teil aus schon genannten Gründen nicht. Vielen Dank. Hört zu Bündnis 90 die Grünen das Wort gewünscht. Bitte schön, Frau Filosina. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja heute wirklich schon mehrfach und auch vorher schon von auch Regierungsmitgliedern in Berlin, in Berlin das Wort von der Zeitenwende gefallen. Ich bin Jahrgang 1956, also ich bin im Nachhinein gesehen ja wirklich noch fast ein Nachkriegskind und die ganzen Gespräche mit meinen Großeltern und mit meinen Eltern, mein Vater war in russischer Gefangenschaft, war immer jemand, der gesagt hat, die Leute, die er in der Gefangenschaft dort kennengelernt hat, mit denen war er so verbunden, er hat die russische Kultur geliebt, die russische Seele gemocht, die russische Musik. Mein Vater war Musiker, der hat nie ein einziges schlechtes Wort gegen das russische Volk gesagt. Und man muss, glaube ich, und das wäre für mich heute auch noch mal ganz wichtig, wirklich die Unterscheidung machen. Und ich bin froh, dass wir das in einer ganz großen Mehrheit ja auch tun. Es ist nicht das russische Volk, was jetzt die Ukraine überfällt. Es ist wirklich dieser größenwahnsinnige, vollkommen abgedrehte Großpotentat Putin, und es muss alles getan werden, um ihm sein Spiel ja zu verhageln. Und ich bin sehr froh, dass wir hier offensichtlich eine breite Mehrheit für eine solche Resolution jetzt hinbekommen, auch von meiner Seite. Dank an den Oberbürgermeister, Herr Hilbert, Sie haben viele Anregungen aufgegriffen, auch von meiner Fraktion, die wir ja gleich nach dem Ältestenrat versucht haben, auch etwas anzuschieben, was in so einer gemeinsamen Resolution mündet. Sie haben die Anregungen aufgegriffen und einen einigungsfähigen Text vorgelegt. Wir konnten auch sehen, man kann sich von Dienstag bis Donnerstag auf einen einigungsfähigen Text einigen. Also da auch nochmal mein herzlicher Dank an Sie. So wie das jetzt formuliert ist und so wie sich jetzt ja offenkundig auch eine breite Mehrheit abzeichnet, ist es ja ein Appell nach außen, wo wir zeigen, auch eine Rückversicherung für die Ukrainer und Ukrainerinnen. Wir stehen an eurer Seite. Und deshalb, jetzt gucke ich auch zu den Dissidenten, würde ich auch sagen, es ist eine sehr wichtige Ergänzung und gute Ergänzung, was den Passus zu St. Petersburg angeht. Da war ich schon dem Oberbürgermeister dankbar, dass er das so klar formuliert hat, wie wir eine Städtepartnerschaft verstehen. Aber da ist diese Präzisierung
was wir meinen und was unser Ziel ist, was die Dissidenten da formuliert haben, jetzt wirklich richtig. Aus unserer Sicht ist aber so, dass auch das, was zur Sachsenenergie formuliert ist, richtig ist, aber nichts in dieser Resolution zu suchen hat, weil das ist eine Resolution, ich habe es gerade schon mal gesagt, die richtet sich nach außen, die hat einen ganz anderen Adressaten, wir selbst. Und das kann ich an der Stelle sagen, inhaltlich stehen wir zu dem Punkt 2 aus der Ergänzung der Dissidenten, aber das sollten wir an anderer Stelle und vor allem natürlich auch die Aufsichtsratsmitglieder in der Sachsenenergie zusammen mit der Verwaltung jetzt dringend angehen, aber es hat an dieser Stelle ist es nicht richtig platziert, deswegen würden wir uns bei dem Punkt enthalten, weil wir wie gesagt Inhaltliches nicht ablehnen, aber eben die den Zusammenhang an der Stelle nicht gut finden. Ein letztes noch, ich habe mich auch sehr gefreut, dass in den Vereinten Nationen 141 Ja-Stimmen da waren, um das Vorgehen, das völkerrechtswidrige Vorgehen in der Ukraine zu verurteilen, und darunter waren doch auch einige bisherige Moskau-Getreue. Und ich hoffe jetzt, dass wir auch in diesem Rat eine so breite Mehrheit einmal zu dieser Resolution und vielleicht nachher auch zur Petition sicherer Hafen erzielen werden. Vielen Dank. Und zum Abschluss für die AfD wird das Wort gewünscht. Herr Braun, bitteschön. Ja, wir machen das mal hier von der Seite. Also wir möchten als AfD-Fraktion zunächst einmal eine Rüge aussprechen an die teilweise völlig irrsinnigen Redebeiträge, die gegen unsere Fraktion gerichtet sind. Das klingt ja fast so, als wenn wir für den Krieg sind. Auch mein Vater war Frontsoldat und in russischer Gefangenschaft. Und ein wichtiger Spruch war immer, der beste Krieg ist nichts wert. Das hat mich natürlich auch geprägt. Und diese einseitige Hetze gegen unsere Fraktion, gegen unsere Partei, das insbesondere heute von der SPD-Fraktion, das weisen wir zurück und werden zu späterer Zeit unter dem Tagesordnungspunkt 10 noch mal näher darauf eingehen. Wir beantragen, vielleicht Herr Oberbürgermeister, wenn Sie gestatten, darf ich das mit dem Geschäftsordnungsantrag gleich verbinden? Eine Auszeit, um uns nochmal zu besprechen. Vielen Dank. Das würde ich dann ganz kurz machen, wenn wir mit der Rede mal durch sind. Wir sind erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Stellt sich die Frage, gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich nicht sehen, aber ich ganz kurz Pause und dann bitte Signal, dass wir gleich wieder fortsetzen können. So, ich bitte die Plätze einzunehmen, sodass wir fortsetzen können in der Tagesordnung. Frage, ob es noch nach der Auszeit noch mal weiteren Redebedarf gibt. Ansonsten kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag, über den Antrag, die Resolution und zunächst erstmal über den Ergänzungsantrag der Fraktion Dissidenten, der, wie gesagt, in zwei Punkten gegliedert, so auch uns ja eingebracht und vorgestellt und auch punktweise in der Ergänzung abzustimmen, so war es beantragt. Und da darf ich zunächst fragen, wer dem ersten Absatz, der sich im Wesentlichen die inhaltliche Bezug zu den Bürgerinnen und Bürgern unserer Partnerstadt St. Petersburg beschäftigt, wer diesem Absatz in Ergänzung zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltungen.
54 Ja, 2 Nein und 5 Enthaltungen, damit so angenommen. Und wir kommen zu dem zweiten Punkt, der sich im Wesentlichen, ich sage das mal ein bisschen vereinfacht, mit dem Thema Sachsenenergie und der Energieversorgung der Zukunft beschäftigt. Wer diesem Punkt des Ergänzungsantrages Dissidenten zustimmend befassen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Neun Ja, 28 Nein, 25 Enthaltung, damit abgelehnt. Und damit kommen wir zur Schlussabstimmung über die so ergänzte und in Punkt 1 des Antrages diesen ergänzten Resolution. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltungen. Also eine Stimmenthaltung und 61 Ja-Stimmen bei keiner Nein-Stimme. Mein tiefen Respekt, mein Dankeschön, Anerkennung, ein starkes Signal aus dem Dresdner Stadtrat. Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Ich habe dieser Resolution nicht zugestimmt. Ich bin davon überzeugt, dass wir jedem Flüchtling helfen sollten. Krieg ist nicht zu rechtfertigen. Keiner. Den Kontext aus brechreizerregender Doppelmoral, Aufrüstungseuphorie und Kriegsrhetorik in unserem Land kann ich nicht ausblenden. Dass ich dem Dresden-Gewichse nicht zustimme und der Umgang mit dem 13. Februar sicher vieles ist, aber kein leuchtendes Beispiel für gute Erinnerungskultur, muss nicht erklärt werden. Ich kann und will vor diesem Hintergrund keine gemeinsame Resolution mit euch verabschieden, auch wenn ich das Anliegen teile. Menschlichkeit ist kein Ideal, das man nach Hautfarbe oder Kontinent sortiert, und Pazifismus kein Luxus, sondern Wesensmerkmal einer zivilisierten Gesellschaft. Das sehen mir hier zu viele anders. Danke. Aber das hatte ich auch eingangs in meiner Erklärung schon gesagt, dass es da auch keine Unterschiede gibt und ist auch damit